Freunde, kurz mal Film, Boos, kurz meine Freunde. Farid Bang erzählt, warum er niemanden mehr disst. Er meint, er hat keine Gegner mehr. Mensch, Farid, du musst dich mal richtig umgucken. Du wirst doch die ganze Zeit vom bösen Mann den Rewe-Verkäufer gedisst. Disst doch mal böse Mann da ein bisschen. Oder keine Ahnung, wie hieß dieser andere nochmal? Zero Dix. Den kannst du auch dissen. Oder es gibt auch genug andere kleine. Mock vielleicht noch. Weil das Mock-Thema wird nie enden. Du kannst ein bisschen wieder Mock auf lustig dissen. Oder sucht irgendwelche Newcomer, keine Ahnung, Pascha Nim, oder wie hieß diese andere, Lucy 101, oder keine Ahnung, Lucy, meine Postleitzahl, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Rapper, Mann. Okay, sie sind einfach ihre Karriere, du willst sie ja nicht gleich zerstören, dann warte ein paar Jahre und wenn sie groß sind, dann diss sie halt. Weil irgendwie muss der Entertainment-Faktor wieder kommen, Mann. Wie, keine Ahnung, zu letzten Tag deines Lebens, oder Bängerleben, kürzt, das waren doch die geilen Zeiten, Hammer, diss es, Mann. Farid, musst du da in Form wiederkommen. Such dir mal anständige Feinde, es gibt doch genug in der Rap-Szene. Oder fang Beef mit Bobmans Jay an. Und wer hat den größeren Triple R sein? Du willst doch was Bescheid, Mann. Okay, meine Freunde, das war's, wie du findest. Boss. Abonniert, like nicht, vergiss meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.